Als Obermeister, was hat man da überhaupt für Aufgaben? Naja, die Bande zusammenzuhalten und Lehrgänge die Meisterprüfung zu organisieren, einen Meisterprüfungsausschuss zu installieren, Gesellenprüfungsausschuss zu installieren, das waren so die Aufgaben des Obermeisters. Und hinzu kam dann noch, dass der Staat uns die Preiskontrollen übergab, der Handwerksorganisation, also der Obermeister war gleich wieder in Tateinheit bei mir auch der Leiter der Preisprüfungskommission. Und das ging folgendermaßen vor sich: Wenn jetzt ein Kunde sich beschwert hat und meinte, er wäre betrogen worden, dass dem eine falsche Röhre eingebaut worden ist oder so irgendwas, die kamen zur Handwerkskammer, waren Sprechtage, Obermeister-Sprechtage, und dann hat das ein Vor. Da haben wir dann kontrolliert, ob das stimmt. Wenn es gestimmt hat, musste der Kollege dem Kunden das Geld zurückgeben. Das hat der Staat gar nicht eingeschaltet, das haben wir also schon selbst organisiert. Und das hat funktioniert. Und wir haben dann auch Kontrollen bei den einzelnen Betrieben gemacht. Da wurden natürlich in die Kommission, waren vielleicht so außer mir als Leiter, vielleicht noch 7, 8 bis 9 Leute. Das waren natürlich die fähigsten Handwerker, die mir also als fähig erschienen. Wir haben dann auch in Schulungen von der Handwerkskammer und von der Behörde Preisrecht vom Rat der Stadt sind wir geschult worden, worauf wir achten müssen. Denn die Preisgestaltung war ja nicht jedem selbst überlassen. Da gab es Preislisten. Beispiel: Abschrauben der Rückwand von dem Fernseher, 1,20 Mark. Fehlersuche im Netzteil, 3,70 Mark. Und wer ihm 3,75 Mark verlangte, hat einen Preisverstoß begangen. Genau genommen hat jeder nach diesen Listen arbeiten müssen, nicht im Westen, aber nach Zeit oder nach Gefühl, sondern da hätte also eine Reparatur eines Fernsehers in Rostock mit diesem Fehler dasselbe auf dem Pfennig kosten müssen wie die Reparatur mit demselben Fehler in Leipzig. Und das war auch so, wurde natürlich nicht ganz eingehalten. Der eine, der hatte eben einen Widerstand, der bloß 14 Pfennige kostete, mit 16 Pfennigen angegeben. Ich bringe jetzt mal extra mal solche lächerlichen Beispiele. Es gab natürlich auch richtige Verstöße, wo man sagen muss: Also Kollege, also so geht es ja nicht. Also weißt du, jetzt musst du aber nun wirklich aber hin zu dem Kunden und das klären und so geht. Also das gab es auch. Aber der Staat hat sich da nicht reingehangen. Wir waren also, wenn jetzt. Es gab natürlich auch einen Fall, da hat einer Steuerhinterziehung in meiner Berufsgruppe begangen. Da würde man heute sagen: Du, das machst du aber nicht noch einmal. Solche lächerlichen Summen waren das. Und der ist aber ein Jahr ins Gefängnis gegangen. Also das wurde dann, wenn es der Staat einmal in die Hände nahm, dann wurde das anders betrachtet. Das war ja dann eine Schädigung der größten DDR der Welt. Man hat ja den imperialistischen Kriegstreibern zugearbeitet, und das wurde dann auf die politische Ebene gebracht. Das war dann schon ein bisschen gefährlich. Aber eine konstruktive Kritik, so nannte man das damals, wenn man also irgendwas kritisierte und man konnte also einen Vorschlag machen, besser, dann wurde es manchmal abgetan: Ja, da hast du zwar recht, aber da können wir nicht machen, das ist ein Ministerratsbeschluss. Und wenn man dann sagt, was ich auch schon gemacht habe, na, da müssen wir eben den Herrn Minister mal klar machen, dass er sich hier geirrt haben könnte. Da ist nicht passiert, ganz und gar nichts. Also das, wenn ich natürlich gesagt habe: Ja, im Westen geht es ja auch nicht, das war natürlich dumm. Das war blöd, wenn man den Westen jetzt als Vorbild, das könnte die SED gar nicht vertragen. Da war sie sehr empfindlich.